Also, wir versuchen jetzt nochmal. Die Verbindung ist hier sehr schlecht. Hartmut Kascha meldet sich hier aus Berlin. Das ist jetzt der Eingang. Da bin ich jetzt deshalb, weil hier die Verbindung noch gut ist. Der Eingang zum DDR-Museum in Berlin, wo am kommenden Morgen in einer Woche die neue Ausstellung geöffnet wird. Und zwar wurden auf 270 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine Original-DDR-Wohnung aus der Platte nachgestellt. Und dort ist vieles detailgetreu zu sehen. Es sind mehr als 1000 Objekte zusammengesucht worden von Sammlern bei eBay aus dem Fundus des DDR-Museums. Und es wurde eine wirklich originalgetreue zweieinhalb Raumwohnung, so heißt es offiziell, nachgestellt, die offiziell damals so 70 bis 80 Quadratmeter hatte. WBS 70 heißt es auch, Wohnungsbausystem 70, das steht dafür WBS, wurde mir gesagt. Und wir versuchen jetzt nochmal hineinzugehen in die Wohnung, damit ihr nicht dieses Bild hier andauernd haben müsst, in der Hoffnung, dass die Leitung auch steht. Wir kommen jetzt zuerst in die Garage, also wie gesagt, das gehört auch dazu, obwohl die wenigsten Leute in der DDR ja eine Garage hatten. Und wir machen mal die Tür auf und was sehen wir da, wenn die aufgeht? Wir sehen, oder ich schreibe mal rein, wir sehen eine Schwalbe, genau. Also der erste Eindruck ist schon mal eine Schwalbe und die steht in dieser Garage mit dieser Tür. Und jetzt gehen wir weiter in die Wohnung hinein, in der Hoffnung, dass die Verbindung stehen bleibt. Da kommen wir zuerst mal, wenn ich das richtig sehe, in das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer, das es in der DDR ja auch gab, da wohnten zum Teil zwei Kinder drin. Dieses Zimmer ist konzipiert, da wohnte sollte ein 17-jähriger Schüler mit seiner 7-jährigen Schwester wohnen. Hier haben wir auch gleich den Kurator der Ausstellung. Das ist der Dr. Stefan Wolle, der jetzt hier steht. Und den wollen wir jetzt gleich mal zum Interview bewegen lassen, dass er uns mal ein bisschen was zur Ausstellungseröffnung erzählt. Wir sehen hier ein typisches Kinderbett der DDR mit Leiter, mit Bildern, die man kriegt, sicherlich aus Schokoladen oder so, aus Westbilder sind das. Die hat mal jeder gerne mal rangeklebt. Seine Poster ja auch und seine Ideale, seine Jugendideale. Da hinten ist ein Wäscheschrank, ein Spielzeugschrank. Und wen sehen wir da? Auch typische DDR-Kinderfernsehfiguren. Pitti Platsch, Schnatterinchen, das Sandmännchen darf nicht fehlen. Unten könnt ihr euch vielleicht noch sehen, an diesem Dia-Projektor, da konnte man die Schneewittchen und die ganzen Märchen sehen mit. Hier sieht man den jetzt gleich nochmal besser. Auch ein typisches Detail hier aus diesem DDR-Museum. Die Verbindung steht, das ist wunderbar. Und was ist da? Jungpioniere, eine Uniform von Jungpionieren. Das blaue Halstuch stand für Jungpioniere. Wenn man dann Thälmann-Pionier wurde, hat man ja das rote bekommen. Ah, jetzt sind wir doch nochmal wieder live da. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Es ist hier in einem tiefen Keller. Dann werde ich mir jetzt mal gleich den Dr. Stefan Wolle, den Kurator, schnappen in der Hoffnung, dass wir das denn hier vorne hinbekommen mit dem Interview, damit ihr wenigstens zu den wenigen Bildern, die ihr bis jetzt gesehen habt, einen Ton habt. Ich werde mal an ihn rangehen und ihn fragen, warum diese Ausstellung jetzt gemacht wurde und so weiter und so fort. Herr Dr. Wolle, darf ich Sie denn jetzt mal, wir sind jetzt lang live. Wir sind jetzt live hier, Hartmut Kascha von der Bild-Zeitung, sind wir jetzt live und wir erzählen jetzt mal, bitte, wenn Sie so freundlich wären, wie es zu dieser Ausstellung eigentlich kam. Also wir haben uns damals überlegt, es gibt einen riesen Besucheransturm vor etwa anderthalb Jahren, da muss sich was dran ändern und haben uns deswegen entschlossen, unser Restaurant aufzugeben und auf der Fläche sowohl einen etwas geräumigeren Gruppenraum zu machen, als eben auch eine ganz neue Ausstellungsfläche mit einer original nachempfundenen und nachgestalteten DDR-Plattenbauwohnung Marke WBS 70. WBS 70 steht wofür nochmal? Das ist die Wohnungsbauserie 1970. Das war so eine der Standardserien, die aber variationsfähig war. Es gab da etwas größere Wohnungen, etwas kleinere Wohnungen. Wir haben jetzt hier eine Dreizimmerwohnung mit Bad und Küche.
nicht präzise maßstabsgerecht, das muss man immer dazu sagen. Wir haben ein Modell, wo der, genau der Maßstab und genau die Flächenzahl auch festgehalten ist. Aber wir haben uns natürlich hier als Mieter im Dom Aquarae halten müssen an einfach die baulichen Voraussetzungen. Sie haben, wie gesagt, in der Pressekonferenz vorhin schon gesagt, das sind weit mehr als 1000 Objekte, die Sie hier zusammengesammelt haben. Wo haben Sie die denn jetzt her? Also wir haben eine Riesensammlung von, weiß ich was, wie viel, 200.000 oder 300.000 Objekten. Das sind in der großen Masse Spenden. Die Leute sind nach wie vor sehr, sehr spendenbereit und wollen, dass ihre Sachen aus der DDR nicht in Müll wandern ausschließlich, sondern dass die dann aufgehoben werden, dass die musealisiert werden, dass was von ihrem DDR-Leben übrig bleibt und auch durchaus mit dem, mit der Absicht machen, dass die Leute, dass sie das wahre, echte Leben, so wie sie es eben erlebt haben, ihre Lebenswirklichkeit nicht untergeht, sondern von einem Museum aufbewahrt wird. Da bekommen wir jeden Tag, ungelogen, jeden Tag Angebote, meistens per Telefon oder per E-Mail. Brauchen Sie noch eine Schrankwand? Brauchen Sie dies? Brauchen Sie jenes? Das so, dass wir längst an unsere Grenzen auch gestoßen sind in unserem immerhin recht großen Depot. Aber wir können natürlich da nicht 100 Schrankwände aufstellen. Sagen Sie, wie viel Prozent der DDR-Bevölkerung wohnten denn in der Platte? Das waren ganz genau 29% der DDR-Wohnungen waren so eine Plattenbauten, also eben solche Neubauten, die entstanden sind vor allen Dingen im Rahmen des Wohnungsbauprogramms in den 80er Jahren. Das war ja die große soziale Tat damals von Erich Honecker, die DDR erfolgreich ruiniert hat. 29%, das heißt mit anderen Worten, zwei Drittel hatten andere Wohnformen, aber dennoch haben wir uns dazu entschlossen, gerade den Plattenbau und das Neubauviertel als das DDR-typische hinzustellen, als das eigentliche Charakteristikum der DDR, was ja auch heute noch im architektonischen Bild die Städte der ehemaligen DDR prägt, auch Ost-Berlin, natürlich Hellersdorf, Marzahn. Man muss natürlich dazu sagen, dass es heute sehr, sehr viel besser aussieht als damals, weil die Wohnungen alle, die Häuser alle renoviert sind und saniert und schöner ausgestattet und das Umfeld ist in Ordnung gebracht. Wie gesagt, Sie haben ja hier sehr viele originale Teile, also alles Originalteile zusammengesucht aus dem Wohnen der DDR. Was schätzen Sie denn, wie viele Leute in der DDR, die jetzt in der Platte wohnen, haben noch ihre alte Schrankwand aus Säulenroda oder ihren alten RFT-Kassettenrekorder? Ja, doch recht viele, gerade ältere Leute. Und wir kriegen da öfter auch Angebote von älteren Leuten, die jetzt, sagen wir mal, sich verkleinern, weil die Kinder aus dem Haus sind oder in betreutes Wohnen ziehen oder verstorben sind. Das ist dann zwar ein bisschen traurig, aber es ist für ein Museum natürlich gut, wo de facto ganze Wohnungen angeboten werden. Und wir können da mitnehmen, was wir möchten. Unmassen von Büchern und Dokumenten und Mobiliar und Geschirr und Besteck und alles, was es aufzuheben gibt. Und wir wissen ja natürlich noch nicht ganz genau, was ist in 100 Jahren mal wertvoll. Ja, also das ist auch eine große Aufgabe. Das wird ja meistens nicht gesehen. Die meisten Leute sehen ja im Museum immer nur die Ausstellung, gucken sich das an und sehen nicht, dass dahinter auch noch ein großer Apparat steht, eben mit der Aufgabe des Bewahrens auch von Kulturgütern aus dem Alltag, Kulturgütern des Alltags. Nun haben Sie ja hier auch sehr viel interessante technische Einrichtungen reingebracht. Und zwar kann man das Fernsehprogramm vom 5. März 1984 sehen. Ja. Hier mit dem schwarzen Kanal von, ich sage mal sehr salopp, Sudel Ede, der hieß ja so in der Bevölkerung. Also ja, für alle, die es nicht wissen, das ist, dahinter verbirgt sich Karl Eduard von Schnitzler. Das war sozusagen der DDR-Agitator per excellence, der die Westsendungen auseinandergenommen hat und so. Warum haben Sie gerade diesen 5. März 1984 ausgewählt? Und mit, übrigens mit Ost- und Westprogramm. Ja, genau, das ist der Punkt. Wir wollten keinen Tag nehmen, wo irgendwas Besonderes passiert ist, sondern wir wollten einen ganz normalen Fernsehabend nachgestalten. Hier kann sich der Besucher sozusagen reinschalten in das originale Fernsehprogramm von diesem Tag, was wie gesagt wenig Besonderes bietet, außer dass es eben ein Montag ist. Und am Montag glänzte das DDR-Fernsehen durch zwei Dinge. Erstens den sogenannten Montagabendfilm, das waren die Kufa-Schenken aus der Nazizeit, die sehr gerne und sehr viel gesehen wurden, teilweise auch wirklich hübsche Filme. Ja? Und danach, ohne Übergang, kam dann sofort Karl Eduard von Schnitzler mit seiner Propagandasendung, die gar nicht mal so uninteressant war, weil der Schnitzler da dann die Westsendung
auseinandergenommen hat und sozusagen medienkritisch, wenn man es mal etwas positiv ausdrücken möchte, analysiert hat. Aber sehr polemisch, deswegen Sudelede der Spitzname. Sehr polemisch, sehr sarkastisch und natürlich immer bösartig. Also jetzt sind wir ja hier beim Pressetermin. Sagen Sie bitte noch mal kurz zum Abschluss, wann wird die Ausstellung jetzt für die Öffentlichkeit zu sehen sein und wo befindet sich das Museum genau und wie sind die Öffnungszeiten? Das ist ja ein bisschen Werbung für Sie gleich und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache heute. Ja, sehr gerne. Also unser Museum befindet sich direkt gegenüber dem Berliner Dom auf der anderen Spreeseite. Also in Berlin? Das ist klar. Ja. Habe ich vergessen zu sagen. Also in Berlin, der Hauptstadt Deutschlands, sind wir hier gegenüber vom Berliner Dom, der auch in Berlin steht. Wenn Sie von Richtung Alex kommen, vor der Spreebrücke. Und wenn Sie von Richtung Brandenburger Tor kommen, hinter der Spreebrücke, ein paar Schritte runter, an der Bockwurst, am Bockwurstverkäufer vorbei, dann sehen Sie schon die Aushänge vom DDR-Museum. Wir haben jeden Tag offen, Sonntag, wir haben also keinen Ruhetag, wie es in der DDR üblich war, wochentags und sonntags, immer bis 20 Uhr und am Sonnabend bis 22 Uhr. Und diese Ausstellung ist aber erst zu sehen für die Öffentlichkeit? So, und diese Ausstellung ist erst nächste Woche zu sehen, anlässlich der langen Nacht der Museen. Nächsten Sonnabend, den 27. August ab 18 Uhr, können hier die Besucher hineinströmen und die Ergebnisse unserer einjährigen Arbeit bewundern oder verwerfen. Dann bedanken wir uns recht herzlich und ich versuche jetzt nochmal einen Blick in der Hoffnung, dass die Leitung steht, in die Räumlichkeiten zu werfen bei Facebook Live. Also herzlichen Dank, Herr Bitte schön, Dr. Dankeschön. Wolle. Ja, Dankeschön. So, wir gehen jetzt nochmal rein in der Hoffnung, wir gehen jetzt nochmal aufs Kinderzimmer. Einige, die jetzt hier die ganze Zeit das schon verfolgen, die haben das Kinderzimmer ja schon so ein bisschen gesehen, aber wir gehen immer weiter rein. Es befindet sich, wie gesagt, hier unterhalb des Museums. Vielleicht kann ich den Spiegel nochmal zeigen hier. Das ist auch ein Original-DDR-Spiegel. Hier steht die Leitung nämlich noch. Oder die Original-DDR-Garderobe, die war da meistens im Flur. Da hat man dann, wie gesagt, das waren so Produkte, die Großbetriebe nebenbei angefertigt haben, Konsumgüterproduktion hatte sich denn das. Da haben die auch Kleiderschränke und weiß ich was, Autofirmen haben dann auch weiß ich was alles gebaut, Staubsauger und so weiter. Hier eine typische Kommode aus der DDR. Man beachte bitte auch die Tapete, die ist auch original geholt. Wir gehen, machen jetzt mal einen Blick weiter. Hier ist die Verbindung noch wunderbar. Hier, das ist dann sozusagen der Flur. Man muss sich das natürlich alles anders vorstellen, denn wie gesagt, so groß war der Flur in der DDR nicht, in einer DDR-Plattenbauwohnung. Wir haben hier, wie gesagt, eine Ausstellungsfläche von 270 Quadratmetern und das wird im Prinzip nachgestellt, eine Wohnung so ungefähr zwischen 70 und 80 Quadratmetern, habe ich mir sagen lassen. Da vorne kommt jetzt auch der Chef des Museums. Ich versuche jetzt mal weiter reinzugehen. Wenn die Leitung jetzt wieder abbricht, dann bitte ich um Verständnis. Aber ihr sollt ja einen kleinen Eindruck hier nochmal bekommen, wie das jetzt in der DDR weitergegangen ist und wie man in der DDR gewohnt hat. Hier kommen wir in ein typisches Schlafzimmer mit so einer Anrichte, mit einem Doppelbett, auch alles in VEB-Produktion, damals produziert oder hergestellt. Da wird nochmal vorgeführt, wie das Fenster funktioniert hat. Wir gehen jetzt hier rein, wer kennt ihn nicht, ein DDR-Fahrstuhl ist noch da. Den haben wir auch hier eingebaut, da kann man rein, wie man sieht. Und wir gehen weiter, die Leitung steht. Ich bin zuversichtlich, dass es so bleibt. Wir kommen jetzt nicht in die Küche. Wer kann sich nicht erinnern an die Küche in der DDR mit den Töpfen? Ich versuche mal auf die DDR. So, jetzt geht's weiter, wie gesagt, ich kann auch immer nur sagen, Entschuldigung dafür, dass die Verbindung geschieht. Wir sind in den Katakomben sozusagen des DDR-Museums, hier wo früher, wie der Dr. Wolle eben sagte, ein Restaurant, eine Gaststätte war, eine HO-Gaststätte auch nachgebildet natürlich. Die wurde jetzt aufgegeben und da hat man jetzt diese Wohnung eingerichtet. Steht schon wieder, die Verbindung ist schwach. Ich versuche einfach nochmal, da hinten gehen wir jetzt mal kurz in das Wohnzimmer, wo vorhin, wer das verfolgt hat, der Karl Eberhard von Schnitzler zu sehen war. Im Fernsehen natürlich, nicht live, der ist ja längst verstorben. Hier, da die Küche habe ich gezeigt. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell das Wohnzimmer an mit einer typischen Schrankwand. Ich hoffe, die Leitung bleibt bestehen. Sie sehen hier die typische, da ist auch gleich nochmal der schwarze Kanal, der Abspann oder Vorspann. Und jetzt.
Die Melodie dürfte doch noch jedem geschulten DDR-Bürger in Erinnerung sein. Gleich kommt, wie hieß er so schön, Karl Eduard von Schnitzler. Kaum kommt Sudelede, ich wusste es, geht die Verbindung weg, wer will diesen Menschen eigentlich noch sehen? Wir eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, für die Geschichtsaufarbeitung war es ja, ist es ja gar nicht so schlecht. Deswegen Versuch Nummer 5 oder 6 jetzt in das Wohnzimmer vorzudringen mit einer entsprechenden Leitung. Und hier, jetzt gehen wir noch mal kurz ins Schlafzimmer rein. Hier mit der Schrankwand hier, wenn ich nochmal gucken darf, hier so die typische DDR-Kleidung auch. Natürlich darf die Jeansjacke nicht fehlen, die Westverwandtschaft geschickt hat. Und wir sehen dann hier im Prinzip einen interaktiven Kleiderschrank, da kann man sich anziehen, wie man möchte. Wie gesagt, das geht ja jetzt, macht der Chef vom Museum, zieht sich jetzt um in, nee, er macht jetzt eine andere Pose ab. So, und wieder auf Anfang, ihr seht, immer muss ich dahin, wo die Verbindung dann wieder zum Stehen kommt. Jetzt gehe ich mal ganz in den Wohnzimmer. Verbindung ist schwach, steht hier schon wieder, aber dann seht ihr zum Beispiel, hier hat man auch ein Fenster, ein virtuelles Fenster, wo man rausgucken kann auf DDR-Neubauten. Hier fahren Trabis weg und Trabis kommen an. So guckte man raus, wenn man in der DDR gewohnt hat, und heute ist es ja zum Teil noch so in verschiedenen Gebieten, in Berlin-Marzahn, Hellersdorf, aber auch in Rostock-Reutershagen oder Stralsund-Nieper-West oder wo auch immer man zu Hause gewesen ist, Leipzig, Markleberg. So, also jetzt versuche ich es zum letzten Mal. Hier ist die Internetverbindung wieder gut. Ihr wisst ja, in der DDR hat vieles nicht funktioniert. Wir sind hier halt jetzt virtuell in der DDR. Also im Prinzip ist es wirklich live 1:1. Ne? Versorgungslücken mit dem Internet hätte es in der DDR garantiert auch gegeben. Wenn es jetzt ab, sage ich dann schon mal auf Wiedersehen. Hartmut Kascher hat sich gemeldet vom DDR-Museum aus Berlin, in der heute offiziell eine 2,5 Zimmer Neubauwohnung ungefähr 70, 80 Quadratmeter vorgestellt wurde. Eröffnet wird die ganze Geschichte morgen in einer Woche hier.